Wir schauen mal rein. Gucci Mane shows off his insane jewelry collection. Über 7 Millionen Aufrufe. Jewelry collection. Me being real. Gucci. Gucci, Gucci, definitely. Shout out to Gucci, man. You just had a big, super long chains, you know what I'm saying? That's Gucci, man. Gucci, man. He actually was the one that inspired this. Y'all asked for the king of jewelry, and you got the king. It's Gucci, man, on the rocks. I've been infatuated with jewelry since a young age. I think I got my first piece when I had to be like 6 or 7, maybe 8. My father was a con man. He always like trick people out of like money and jewelry. And I go to school and I'd be like the only kid that have like a necklace. I've been iced out since a little boy. Und hier sieht man schon einen Unterschied, ne? Jeder Stein hier auf der Kette. Ich sehe seine Form von hier. Und ich sage euch eine Sache. This is some heavy. Die Ketten, das sind sehr, sehr große Steine mit Sicherheit. Also wenn er einen Karäter dafür genommen hat, es könnten hier oben tatsächlich ein Karäter sein. Dann ist es schon sehr, sehr teuer. I didn't bring a lot of jewelry today, but I brought some. Really just wanted to show off my new shit. I brought three of my diamonds. Da sowas zum Beispiel im Schmuckbereich kann man sogar kaufen, ohne sich Sorgen zu machen. Wenn man da Preis-Leistung immer auf die Rappaport-Liste achtet und immer so schön mit ein bisschen Rabatt kauft. Diese Tennis-Bracelets ist das, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache beim Wiederverkauf. These are three amigos. Everything they do is platinum. All three of these are platinum right here. Schön. All they are 1.5 carats. Tolles Detail. Platin ist jetzt nicht unverhältnismäßig teurer, aber schwerer zu fassen. It's a piece right here, so you know what I'm saying? It's like $250,000. $250,000, ja. $250,000. Wie viel ist das denn in Euro? 211. Okay, rechnen wir mal kurz um hier. 70.000 Euro. Ich sag mal so, das hier werden alles Einkaräter, glaube ich, sein. Interessant. Also finde ich nicht zu teuer. Tatsächlich, also ist wirklich, also ist jetzt augenscheinlich, man muss natürlich gucken, aber ist nicht zu teuer. Wenn er für eine Kette 70.000 Euro bezahlt hat, ist augenscheinlich okay. 1,5 Karat? Na, das ist ein sehr, sehr guter Preis. Sehr, sehr guter Preis. Also finde ich jetzt, du musst ja eine Sache sehen, man muss das ja auch matchen von der Farbe her. Natürlich, er wird jetzt nicht die beste Qualität und so weiter haben, aber nichtsdestotrotz, man muss ja trotzdem die Steine auch finden, dass die farblich zueinander passen. Also, wann war das Video? 2018. Ja, ist aber auch nicht viel passiert. I got them 1017 chains, all three of them. They go so hard on the jury, schön. They push me. When they make something, that shit be fire. No matter how many chains I got, I be like, damn, I'm gonna come up with another charm. Okay, this bracelet right here is like another tennis bracelet, rose gold with charms hanging on. Wow, hat sogar die Seiten ausgefasst. Schön. Ja, diese Charms haben wir auch schon mal gesehen bei Floyd Mayweather. Nicht schlecht, ja. Gefällt mir stilistisch auch. In Deutschland hat es keiner. But then I went back and got the chain made with it. You're looking at another like $250,000. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Jetzt zum Beispiel auch für mich, ne, wenn ich jetzt etwas verschenken möchte, sagen wir Schmuck an Victoria oder sowas. Solche Ketten kosten einfach ein Vermögen, ne? Es gibt natürlich diese Illusion und Invisible Set, dass man kleinere Steine so zusammensetzt, ist ein anderer Gedanke dahinter. Man spielt halt vor, irgendwie, ne, was einen großen Stein zu haben, mehrere große Steine zu haben. Am Ende hat man es nicht. Und das hier ist halt der Real Deal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 große Steine, unterschiedlicher Cut auch. Ich glaube, hier ist Teardrop, das müsste Baguette sein oder Cushion. Und hier halt die Brillanten. Und das, meine lieben Freunde, ist, da kommt wenig drüber. Also wer sowas kauft, das ist schon Endstufe. Und man kann, muss man dazu sagen, ich habe teilweise Teile bekommen, die aus den 80er Jahren sind. Auch solche Colliers für Frauen. Da sind halt unterschiedliche, das ist ein älterer Stil. Aber da kann man zumindest noch ein Preisschild dran schreiben. Da möchte ich sagen, dass es noch was wert ist, wenn man es wieder verkaufen möchte. Natürlich, man verliert auch Geld, klar. Aber es ist nicht so, dass man alles verliert und nur noch der Goldpreis das ist, ne? Brings us to watches. This is what you call the big dog. This AP right here is valued over $1 million. I had to get this from a dude who had to go to auction for this in Beijing. Also, jetzt wird's interessant. Und zwar, das hier ist Factory Set, okay? AP hat das mal gemacht. Ich glaube, sie machen es jetzt aktuell nicht mehr. Die Variante mit Brillanten ist deutlich günstiger. Ich glaube, die kostet 300 oder sowas. Wir gehen mal gerade rein. Oder mal PG, ne? Meinen größten Respekt. Sowas als Factory-Set zu kaufen, ist einfach krass. Ist einfach krass. Ich glaube, sie haben es ganz unten, wenn dann. Machen die gar nicht mehr, ne?
Ja, nur noch hier. Nur noch die Brillanten. Und ich meine, die war nicht so teuer. Ich meine, die hat gekostet 300.000 Euro. Ist auch viel Geld, aber im Verhältnis zu der anderen, die 1 Million kostet. The best jewelry gift I ever given somebody, definitely my wife. I gave her like a crazy wedding ring. And I just bought her a watch the other day, like last week. Oh, Vacheron. Krass. Hat seiner Frau auf jeden Fall das Pendant geschenkt, nur von einer anderen Marke. Sehr, sehr schöne Uhr auch. My favorite piece of jewelry was my first ice cream cone, my Bart Simpson, and my new ice cream cone. Like this one right here ran me like 80 grand. Back in the day, we just wanted to have the biggest piece ever, you know what I'm saying? Wow. Then kind of get to be like classy. So I felt like this was like a good combination of. Guck mal, und das meine ich, ne? Es ist nicht nur die Kette, sondern es ist auch hier, also es ist nicht nur der Anhänger, es ist auch die Kette, es ist. Das ist schon eine Ansage. Das ist schon eine Ansage. Definitiv. Er will einfach die Nummer 1 sein. This is my new signature. This is like shoot your shot. You know what I'm saying? If I like something, I always like go up on somebody's page and send this emoji. So spend damn near 100 grand just to let you know, I think. $100,000. Das ist eine Menge Geld, ne? I got 2 tennis chains. See, mine, I got VVS stones in it, and I in it 2 carats a piece. Wow, 2 Karat. Guck mal, ich habe eben gedacht, über fast 1 Karat, das sind 2 Karäter. Boah, was habe ich nochmal? Warte, ich sag mal, ich guck mal gerade nach. Mir wurde letztens ein Stein noch angeboten. Ich sag euch jetzt mal was. Das war schon ein guter Deal, aber lang nicht so seine Qualität. Boah, ich sag euch das mal jetzt. Pass auf. Ich habe mir extra Dings abfotografiert. 3,04 Karat war das. Aber auch schlechte Farbe und so weiter. War jetzt very light yellow. Aber 3 Karat ist halt groß. 3 Karat ist halt, ihr seht ja, das 2 Karat. Jetzt stellt euch mal 3 Karat vor. Noch ein Drittel mehr. Und es wäre SI2. Aber halt nicht so eine krasse Farbe. Und ich hätte dafür bezahlt, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 15 oder 18, irgendwie sowas. Musst du mal nachfragen. 2 carats a piece. So the stone's so big and huge, like, it separates me from everybody else. You can't even compare them to me. You have to go get like an athlete or an owner of a basketball team to compare Jerry with me. Muss man ganz klar sagen, das, was er hat, viele haben funkelnde Ketten. Viele haben das, okay? Aber in der, von der Substanz her, die Qualität, die Größe der Steine, das ist kein zusammengesetzter Kram, sondern das sind alles einzelne Steine. Das ist schon was anderes, ganz klar. Even though I love yellow gold, it looks beautiful on me. I just want to be different. If everybody start wearing white out, damn near, even though I don't like black, I just wear black. I just don't want to do what everybody else doing. I'm into like having fun, man. I feel like when I go in the studio, I go in there just to talk heavy about balling. You know what I'm saying? I'm in this shit to krass ball. I ain't in here to be playing. I ain't in it to be depressed. So yeah, I'm going to be talking about what I'm doing and I'm going to be flexing. This is my wedding ring. My wife got this for me. I cherish it. It's like the one piece. I don't care if I have on a yellow watch, a white watch, a rose watch. I'm gonna have that wedding ring on. It's so pretty to me. I'm like, I want a matching pinky ring. Then I start thinking about it. I'm like, fuck it. I want to get a pinky ring that crush everybody. And that's this right here. Ist das Cushion Cut? Schön, aber auch hier so ein bisschen Oktopus-mäßig ausgefasst an den Seiten. Alles brutal groß. This ring right here, $500,000. This one ring. This stone right here is 15 karat just by itself. Wow, siehst du, und das meine ich, sowas gibt es nur in Amerika. Das ist halt so die Sache, ne? Er hat jetzt 15 Karat und sowas kauft hier keiner. Wenn man da Business machen möchte, muss man zwangsweise nach Amerika. Da ist einfach ein anderes Volumen drin, ne? They set me back so much, I don't even want to tell you how much that costs, because you wouldn't believe me, and I don't think it's a good thing to even tell people how dumb I just went. Das ist natürlich auch immer die Frage, es gibt eine Preisliste, eine internationale Preisliste für Diamanten, aber diesen Preis zahlt halt keiner, ne? Da gibt es immer halt Rabatte drauf, zum Beispiel Händler kaufen mit minus 60%, manche mit minus 70%, je nachdem, oder und verkaufen dann mit minus 40%. So, und von daher, ich weiß nicht, über was für Preise er natürlich da redet, ne? It's okay to shine, it's okay to reward yourself, it's okay to have fun, and it's okay to help people as well, but more you have, the more you can help. So keep running your money up and keep shining. Krass Video. Und da sieht man mal, wir waren eben in Deutschland, was schon, sag ich mal, toll war. Aber jetzt, da sieht man natürlich, was am Ende der Nahrungskette, was da noch so drin ist. Was, ja, krass. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Kann ich nicht anders sagen.